Karl Orffs Märchenoper nach einem Märchen der Gebrüder Grimm, Die Kluge, beginnt ohne Ouvertüre. Wir stürzen uns direkt mitten ins Geschehen. G-Moll, der Vater, singt voller Verzweiflung. Oh, hätte ich meiner Tochter nur geglaubt. Oh, hätte ich meiner Tochter nur geglaubt. Tja, hätte er mal auf seine kluge Tochter gehört, dann wäre er jetzt nicht in diesem Kellerverlies von dem bösen König. Der König, ein großes Kind, liebt Rätselraten. Und da kommt einem ja eine Kluge ganz gut und die löst alle Rätsel richtig auf. Und natürlich bringt uns die Kluge zu unserem Happy End. Sie befreit alle aus dem Kerker und das macht sie, indem sie dem König ein Schlaflied singt. Und wenn ihr in die Kluge kommt, könnt ihr dieses Schlaflied auch mitsingen. Schuh, 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 schuh. G-Moll ist die Moll-Dominante von C-Dur. Das war die Tonart, in der der König die Rätsel gestellt hat. Die Kluge ist also dem König auch in den Tonarten bei Karl Orff überlegen, könnte man sagen. Das für mich Schönste, was wir verändert haben an diesem Stück, im Text, weil das Stück wurde ja 1943 uraufgeführt und jetzt sind wir 2024 und wir machen das Stück für Kinder und nicht für Erwachsene, ist folgende Änderung. Und zwar hat Orff sich inspiriert an einem Stück von William Shakespeare. Da hat er einen Satz rausgenommen, der heißt, klug sein und lieben, das ist nur den Göttern vorbehalten. Und er hat das gesagt, klug sein und lieben, das kann kein Mensch auf dieser Welt. Aber wir haben es geändert zu klug sein. Klug sein und lieben muss ein Mensch auf dieser Welt. Muss ein Mensch auf dieser Welt.